wir auf den Hamburg Open. Das ist die 7. Auflage. Es ist ein internationales Karate-Turnier für den Nachwuchs. Wir sind sehr gut aufgestellt. Wir freuen uns, dass so viele Menschen gekommen sind. Ja, wie gesagt, das 7. Mal mit 800 Teilnehmern über 2 Tage. Es sind 8 Nationen am Start. Rumänien, Polen, Luxemburg. Ein Team ist aus Aserbaidschan angereist, die waren gestern aktiv. Ja, unsere Nachbarn aus Dänemark. Also wir freuen uns, dass viele Menschen aus dem Ausland gekommen sind, um hier an diesem Event teilzunehmen. Das nationale Teilnehmerfeld ist sehr gut besetzt. Eigentlich die ganze Nachwuchselite aus Deutschland ist am Start, weil die Hamburg Open dieses Jahr erstmalig auch Qualifikationsturnier sind. Also das Turnier ist eins der Qualifikationsturniere, wo man Punkte sammeln kann für das Ranking, und anhand des Rankings wird dann festgelegt, welche Sportler oder Sportlerinnen die Nominierung für Europa- oder Weltmeisterschaften erhalten werden. Marius Müller von der Karate Academy, ein hervorragender Kämpfer. Er hat letztes Jahr mit dem Team den deutschen Meistertitel geholt. Im Einzel hat er die Bronzemedaille bei den deutschen Meisterschaften erkämpft. Er ist auch schon auf dem Schirm des Bundestrainers. Jetzt gleich wird er hier im Finale gegen einen Kämpfer aus Berlin kämpfen. Also ein ganz toller Junge, dem ich alles Gute wünsche und hoffe, dass er gleich das Finale hier rocken wird. Was mein Gegner drauf hat. Ich habe mich sehr gut gefühlt im Kampf und ja, dann ist auch nachher gut ausgegangen. Also dieses Jahr würde ich gerne zu sozusagen meinem Jahr machen. Ich habe sehr viel vor, ich gucke, was auf mich zukommt. Ich gebe mein Bestes und wir werden sehen. Also was ich halt liebe, ist, dass man in diesen 2 Minuten hat, wo man alles geben kann und alles aus sich rausholen muss. Und dann geht es halt natürlich auch, es ist eine Kampfkunst. Und dann geht es um Kämpfen, Kämpfen, Kämpfen. Und das liebe ich, ja.